Das ist eines der allerbesten Gefühle der Welt, wenn ich abends ins Bett falle und mir sagen kann, yes, Jule, du hattest einen ultra produktiven Tag. Denn Leute, wenn wir ganz ehrlich sind, wollen wir doch alle eigentlich maximale Produktivität in allen unseren Lebensbereichen. Weil klar, Produktivität bringt uns Erfolg, aber Produktivität bringt uns auch gleichzeitig Ruhe und Gelassenheit und eine Balance. Weil wenn wir zu gewissen Zeiten produktiv sein können und unseren Zielen näher kommen, dann können wir uns auch unsere Ruhephasen einplanen. Dann können wir uns auch unsere Ruhephasen gönnen, die wir brauchen, um ein allgemein ausgeglichenes, glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und Leute, ich weiß, dass wir alle werden es schaffen, 2023 zu dem produktivsten Jahr unseres Lebens zu machen und uns quasi eine Produktivitätsroutine anzueignen. Und wie wir das schaffen, das möchte ich heute mit euch herausfinden, indem ich euch meine Tipps mitgebe, wie wir in verschiedenen Lebensbereichen unseren Tag maximal produktiv gestalten können. Damit herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal, Leute. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich ein absoluter Planungs- und Strukturmensch bin. Und was gehört dazu, bevor man überhaupt produktiv werden kann? Wir brauchen einen Plan, den wir abarbeiten können, den wir umsetzen können. Das bedeutet, wenn wir uns darüber noch keine Gedanken gemacht haben, was sind eigentlich unsere Ziele, was ist eigentlich unser großes Ziel, wo möchten wir eines Tages stehen, dann ist es jetzt allerhöchste Zeit, uns darüber einmal Gedanken zu machen, damit wir eben auf Basis dieses großen Zieles uns überlegen können, hey, was ist denn 2023 so los, was möchte ich denn 2023 eigentlich schaffen, um dieses Jahr maximal produktiv zu machen. Und wenn ich dann eine Jahresplanung habe mit einigen To-Dos und Zielen, die ich machen möchte, kann ich mir das Ganze mal auf einzelne Monate runterbrechen und ich kann es mir auf die einzelnen Wochen runterbrechen. Und wenn ich einen Wochenplan habe, dann kann ich es mir auch auf einzelne Tage runterbrechen. Und wenn ich einen Tag geplant habe, dann schreibe ich mir einzelne To-Dos für diesen Tag auf. Damit kommen wir ins Detail und damit kommen wir auch eigentlich in die richtige Umsetzung für maximale Produktivität. Weil wenn wir keinen Plan haben, wenn wir keine Struktur haben, dann wissen wir auch nicht, wie wir produktiv sein können, sondern wir dümpeln eigentlich den ganzen Tag nur ein bisschen herum. Deswegen Plan machen, To-Dos aufschreiben und wir können den Tag starten. Und wie startet ein maximal produktiver Tag? Natürlich mit einer maximal produktiven Morgenroutine. Ich liebe meine Morgenroutine, Leute. Dazu gibt es auch zahlreiche separate Videos auf diesem Kanal. Schaut auf jeden Fall rein. Für mich setzt der Morgen den Tag. Ich starte meistens damit rein, dass ich mein Bett mache und mir mein Face einmal fresh mache. Für mich ist es immer so eine Art von Selbstliebe und Disziplin, wenn ich morgens ja mein Bett mache und schon mal den ersten Win des Tages feiere. Ich setze mich morgens an meinen Couchtisch und fange an, den Stift in die Hand zu nehmen und journale. Hier gibt es kein richtig oder falsch, Leute. Schreibt das auf, was ihr fühlt an dem jeweiligen Tag. Schreibt auf, welche Person ihr an dem Tag sein möchtet. Schreibt auf, wofür ihr dankbar seid. Schreibt auf, was ihr an diesem Tag erleben möchtet, was euch vielleicht die letzten Tage davon abgehalten hat, produktiv zu sein oder happy zu sein und wie ihr das an dem heutigen Tag betteln wollt. Was wollt ihr heute tun, um den geilsten Tag zu verbringen und wer wollt ihr heute sein, wie wollt ihr heute nach außen wirken. Einfach ein paar Worte aufschreiben, das hilft euch so enorm. Dann, ja, liebe ich es, morgens mein Porridge zu essen und einfach schon mal den Tag mit einem richtig geilen Meal zu starten, was mir gute Carbs gibt, was mir gute Fette gibt, was mir Protein gibt und was mir einfach ein richtig, richtig gutes Gefühl am Morgen gibt, was mir natürlich richtig gut schmeckt und was auch einfach so zu meiner Routine gehört. Ich mache mir sehr, sehr gerne eine Kerze im Winter an, ich schaue mir ein YouTube-Video an und es beruhigt mich am Morgen direkt und ich habe richtig Bock, dann in den Tag reinzustarten. Gleichzeitig natürlich auch mit ein bisschen Bewegung direkt am Morgen zu starten, weil wenn wir uns am Morgen schon mal bewegt haben, dann ist das ein so geiles Gefühl, Leute. Der Tag startet schon maximal produktiv, wenn wir einen Morning Walk machen, wenn wir vielleicht auch schon vor dem Frühstück was gemacht haben. Je nachdem, wie es besser bei euch in eure Routine reinpasst. Aber ihr habt schon mal euren Stoffwechsel angekurbelt, ihr habt schon mal die ersten Kalorien verbraucht und ihr startet schon mit einem sportlichen Gefühl in den Tag rein. Und wir alle müssen irgendwie unser Geld verdienen und viele von uns haben einen Bürojob oder müssen irgendeine andere Art von Arbeit erledigen. Ich habe auch teilweise Büroarbeit zu erledigen. Es ist zwar bei mir zu Hause im Homeoffice, aber auch ich habe wirklich konzentrierte Phasen, wo ich hochproduktiv arbeiten muss. Und was mir dort hilft, ist erstmal der Plan, den ich mir schon am Abend vorher oder am Morgen gemacht habe
für meinen Tag. Das heißt, ich habe mir meine To-Dos aufgeschrieben und weiß genau, was und wann ich machen möchte und habe Zeiträume für gewisse Aufgaben mir geblockt. Dann ist es mir ganz wichtig, meine Ablenkungen zu minimieren. Das bedeutet, meine Handys wegzulegen, am besten außerhalb der Sichtweite, ganz, ganz wichtig, Benachrichtigungen auszustellen, auch am PC, vielleicht den Fokusmodus anzuschalten und generell einfach sich selbst einen klaren Fokus für die jeweilige Arbeitsaufgabe zu geben, abhaken könnt. Und dann wirklich sehr wichtig, Leute, macht eure Pausen. Ganz bewusst durchatmen, Pause von dem Bildschirm haben, vielleicht etwas lesen, vielleicht etwas anderes einplanen, euch mit Freunden treffen, rausgehen, einen Walk machen oder auch einfach mal nichts zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig und das Wichtigste ist, dass wir uns das einplanen, weil wenn wir es uns nicht einplanen, dann nehmen wir uns diese Pause ganz automatisch und wir haben dann vielleicht aber ein schlechtes Gewissen, weil wir dann einfach so pausieren, obwohl wir es nicht geplant haben. Das heißt, ganz bewusst abschalten, Pausen einplanen und wir haben ein viel besseres Gefühl bei der Arbeit am Tag. Wir sind viel, viel ausgeglichener. Und natürlich fängt Produktivität auch bei unserer Ernährung an. Wie können wir unsere Ernährung möglichst nachhaltig und produktiv für unsere persönlichen Ziele gestalten? Das Allerwichtigste ist, dass wir uns einen Plan machen. Dass wir uns entweder im Vorfeld in unsere Tracking-App eintragen, was wir essen möchten, oder dass wir uns selbst einen Mealplan zusammenstellen, oder wenn wir nicht genau wissen, wie das Ganze funktioniert oder wie wir es am besten machen sollten, dass wir uns dann Hilfe suchen. Ihr findet im Internet und zum Beispiel auch auf diesem Kanal ganz viele Inspirationen für Mahlzeiten, auch Tipps und Tricks, wie ihr eure Ernährung über den Tag in Bezug auf euer Ziel gestalten könnt. Sucht euch Hilfe in Form eines Coaches oder zieht euch die Informationen selbst aus dem Internet, wenn ihr euch nicht sicher seid. Aber wichtig, habt einen Plan und führt diesen Plan aus. Euer Wohlbefinden im Alltag wird deutlich besser werden und ihr werdet euch grundsätzlich besser fühlen, ihr werdet eure optischen Ziele erreichen, ihr werdet geil aussehen und ihr werdet auch eure leistungsorientierten Ziele erreichen können, ihr werdet stark, ihr werdet gut performen können und ihr werdet geile Skills lernen können, wenn eure Ernährung stimmt. Das ist das Allerwichtigste, wenn ihr Muskeln aufbauen möchtet, wenn ihr Fett verlieren möchtet, macht euch einen Plan und haltet euch an diesen Plan. Auch ein Training kann mehr oder weniger produktiv sein. Und nicht nur, weil wir ins Gym gehen, heißt es, dass wir Progress machen und dass wir vorankommen, sondern wir sollten schon einige Prinzipien beachten und einige Dinge umsetzen, um wirklich produktiv im Gym zu sein. Auch hier ist es wichtig, einen Plan zu haben. Das heißt, erstellt euch selbst einen Trainingsplan oder lasst euch von einem Coach einen sinnvollen Trainingsplan für euch erstellen. Das ist das ganz, ganz Wichtige, dass ihr euch einen Trainingsplan erstellt, der zu euch passt, der zu euren Zielen passt, der für eure Voraussetzungen geeignet ist, der zu eurem Zeitmanagement passt, der zu euren Verletzungen gegebenenfalls passt, der zu euren individuellen Schwachstellen und Stärken und Zielen ausgerichtet ist. Schaut, dass ihr die richtige Übungsauswahl für euer Ziel habt, dass ihr ein angemessenes Volumen und eine angemessene Trainingsintensität habt und lasst es am besten von jemandem checken, dem ihr vertraut und der sehr, sehr viel Ahnung auf diesem Gebiet hat, sei es ein Coach, sei es ein Vertrauter. Wählt genau das so für euch aus, bitte, dass es ja für euch persönlich gut passt, dass es auch umsetzbar ist. Denn der beste Plan ist nicht der beste Plan, wenn du ihn nicht umsetzen kannst. Also schau auf jeden Fall, dass du all das, was du dir vornimmst, auch realistisch umsetzen kannst. Im Training solltest du Ablenkungen minimieren, das heißt auch dein Handy vielleicht einfach im Spind lassen oder im Stummmodus haben, damit du im Training gar nicht erst von Nachrichten abgelenkt wirst. Und ja, dann sei bitte kontinuierlich in dem, was du tust. Sei geduldig und du wirst dich über die kommenden Erfolge freuen können. Ich verspreche es dir, wenn du wirklich diese Dinge beherzigst. Und ich hatte in meinem letzten Beintraining ein ultra produktives Beintraining. Ich bin reingestartet mit einem Adduktor, weil das eines meiner Schwachstellen ist und habe danach direkt einen sitzenden Beuger gemacht. Beim Adduktor ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr richtig schön in den äußeren Stretch reingeht und immer schön die Spannung auf dem Muskel haltet, genauso wie auch bei dem sitzenden Beincurl, wo ihr die Kontraktion am innersten Punkt, also wenn ihr die Fersen zu eurem Gesäß führt, kurz haltet und dann langsam wieder die Fersen zurücklasst in den Stretch rein. Gleichzeitig aber immer die Spannung im Zielmuskel haltet. Stretch, Spannung halten und dann kontrahieren und die Kontraktion am innersten Punkt maximieren. Dann habt ihr eine richtig gute Stimulation von eurem Zielmuskel. Danach, Leute, bin ich an die Hack Squat gegangen und ich muss sagen, ich hatte richtig Angst vor diesem Satz. Das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass ihr produktiv trainiert, wenn ihr ein bisschen Angst vor den Gewichten habt, die ihr wählt. Weil gerade bei Grundübungen darf das Ganze auch mal ein bisschen angsteinflößend sein, weil es einfach wehtut. Weil man darf auch Angst vor dem Schmerz haben. Ich habe mich erst ein bisschen aufgewärmt mit einigen Warm-Up-Sets, habe das Gewicht gesteigert bis zu meinem endgültigen Top-Set.
Das waren dann 3 mal 20 Kilo pro Seite. Das heißt, ich war bei 120 Kilo und habe das Ganze für 12,5 Reps durchgeballert. Das war auf jeden Fall das, was ich mir vorgenommen habe und war ultra stolz auf mich. Es gab ein richtig geiles Gefühl, als ich das gemacht habe, was ich mir vorgenommen habe. Deswegen schreibe ich auch immer meine Trainings mit, gerade bei den Grundübungen, dass ich weiß, das und das habe ich letzte Woche gemacht und so möchte ich mich diese Woche steigern. Es gibt immer ein sehr, sehr erfolgreiches Gefühl, wenn wir das dann schaffen können. Weiter ging es dann mit den Hip Thrust. Da war noch einmal die maximale Glutkontraktion gefragt. Hatte ich so Bock drauf, wenn man einfach den Muskel so gut spürt. Wenn ihr eine Übung habt, die ihr richtig gut spürt, Leute, dann macht sie auch und macht sie ja so gut wie in jedem Training für die Muskelgruppe. Weil wenn ihr etwas spürt, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass ihr dort auch Progress machen könnt, dass ihr den Muskel zum Wachsen bringen lasst. Im Anschluss auch nochmal für die hintere Kette, für den Glute, habe ich Hip Extensions gemacht. Hier gibt es einen richtig, richtig, richtig guten Stretch, wenn wir uns vorbeugen. Wichtig ist, dass wir unser Kinn zur Brust ziehen und den oberen Rücken einrunden, um wirklich den unteren Rücken rauszunehmen und durch die Anspannung der Bauchmuskulatur die meiste Kraft aus dem Gluteus und aus den Hamstrings ziehen zu können. Ihr beugt euch nach vorne runter, habt einen richtig guten Stretch hinten und zieht euch daraus, aus der Muskelgruppe, wo ihr den Stretch spürt, zieht ihr euch wieder nach oben. Und ich stelle mir mal vor, dass mein Steißbein quasi schräg zur Decke zieht. Das ist so die richtige Richtung, die wir mit der Hüfte einnehmen wollen, um den Glut richtig gut zu kontrahieren. Dann habe ich mal eine neue Übung ausprobiert und zwar die Belt Squat, beziehungsweise es war so ein Sumo Squat mit einem ADL in Kombination. Ich habe einfach mal das gemacht, was ich gut gefühlt habe. Ich habe einen Hip Hinge gemacht, also die Hüfte schon nach hinten geschoben und auch meine Hüfte eingeklappt, sodass ich quasi für die Aufwärtsbewegung eine Hüftstreckung gemacht habe, was wieder gut den Gluteus trifft. Und ich habe es richtig gut gespürt. Ihr dürft auch mal Experimente machen. Ihr dürft auch mal neue Übungen ausprobieren, um produktiv zu sein, um einfach auch neue Dinge herauszufinden, die gut für euch funktionieren. Wenn wir immer nur die Dinge machen, die wir kennen und die gut sind, ja klar, wir kommen wahrscheinlich voran. Aber woher sollen wir wissen, dass es nicht noch viel bessere Dinge für uns gibt? Deswegen probiert auch gerne mal neue Sachen aus, um produktiv zu sein. Und an dem Punkt war ich schon ultra fertig, aber ich hatte noch Bock auf ein paar Kickbacks für den Upper Glute, weil da hatte ich bisher noch nicht so viel gemacht. Das ist auch eine Schwachstelle von mir. Ich habe die Kickbacks mit ein bisschen Abduktion gemacht, was ich auch erst in den letzten Monaten so richtig lernen durfte, wie ich meinen Upper Glute neu ansteuere, beziehungsweise richtig ansteuere. Und auch das wird nie aufhören. Produktivität bedeutet für mich im Training auch, meinen Körper neu kennenzulernen, neue Bewegungen auszuprobieren und meine Muskulatur neu zu entdecken und auch nicht aufzugeben, wenn ich die Übung nicht so gut spüre, wie zum Beispiel die ADLs, die ich früher gar nicht so gut gespürt habe, immer weiter zu probieren, neue Variationen vielleicht zu probieren, neues Equipment zu probieren und irgendwann wirklich die Muskelgruppe so zu spüren, wie wir sie spüren wollen. Und das tue ich jetzt. Ich spüre meine Upper Glutes, meinen Glute Medius auf jeden Fall richtig gut und ich weiß, dass der diese Offseason noch richtig gut wachsen wird, wenn ich genauso weiter trainiere. Und als allerletztes habe ich dann auch eine Single Leg Leg Press gemacht mit einer krassen Intensitätstechnik, und zwar mit einem Rest-Pause-Set, der richtig gut reingeknallt hat. Das heißt, ich habe auf der einen Seite 15 Wiederholungen gemacht, habe für 3 bis 4, 5 Sekunden pausiert, habe wieder 3 bis 5 Wiederholungen gemacht, wieder pausiert, 3 bis 5 Wiederholungen, wieder pausiert und das Ganze ungefähr 4 Mal nach dem Hauptsatz. Das Ganze hat dann so 3, 4, 5 Minuten gedauert ungefähr, ein Satz und dann war es auch vorbei. Dann war auch richtig Ende. Dann kam auch die andere Seite und dann war das Training für mich beendet und das war, Leute, ein ultraproduktives Training. Ich habe es so gut gefühlt. Ich hatte eine krasse Intensität. Ich habe mich gesteigert im Vergleich zum letzten Mal. Aber wenn ich mich jetzt gut davon erhole, dann kann ich auch wachsen und dann werde ich wachsen. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, Leute. Regeneration, Erholung, Ausgeglichenheit, Wohlbefinden. Ich mache regelmäßig Mobility-Training, um mich gut zu erholen und ich probiere meine Muskulatur zu durchbluten, das Ganze für die regenerativen Prozesse vorzubereiten, zu enhancen und mich wieder ready zu machen für die nächste Session. Und dazu gehört nicht nur Mobility-Training, sondern vor allem auch Schlaf. Schlaf habe ich eine Zeit lang so krass unterschätzt und ich lege darauf wirklich einen großen Wert. Foam Rolling kann auch helfen und natürlich auch Supplemente, weil gerade Supplemente wie Kurkumin, Magnesium, Omega-3, all das trägt zur Regeneration bei, zur Hemmung von und Reduktion von Entzündungen. Und das sollte man nicht unterschätzen, weil die Mikronährstoffe in unserem Körper sorgen dafür, dass alle Prozesse in unserem Körper funktionieren. Ja, und ein wichtiger Punkt auch für mich ist so diese Self-Care-Routine, diese Beauty-Routine, weil ich mich so wohlfühle. Ich fühle mich so produktiv, wenn ich nach außen
das Bild ausstrahlen kann, welches ich ausstrahlen möchte, mit dem ich mich wohlfühle, spiegelt sich nach innen und nach außen wieder, wenn ich, keine Ahnung, meine Nägel schön gemacht habe, wenn ich meine Haare schön habe, wenn ich schöne Wimpern habe. All das trägt zu meinem allgemeinen Wohlbefinden bei. Und das sind so kleine Gönnungen, die ich mir erlaube im Alltag, jeden Monat. Und ja, das macht meinen Tag eben noch produktiver, auch nicht zu unterschätzen. Freunde, lasst uns 2023 zu einem richtig geilen und produktiven Jahr machen. Produktivität heißt nicht nur immer durchzuballern, sondern eben auch sich Dinge zu gönnen, Ruhephasen einzuplanen, genug zu schlafen, all das, was ich erwähnt habe, damit wir leistungsfähig sind, damit wir das Leben genießen können, weil das Leben ist nicht nur dafür da, durchzuhasseln und alle unsere Ziele zu erreichen, sondern es geht vor allem um den Weg dahin und wie wir uns auf diesem Weg entwickeln und wie wir uns auf diesem Weg fühlen, ja, dass wir mit Leichtigkeit dabei sind, dass wir mit Freude dabei sind, dass wir mit Leidenschaft dabei sind. Und genau das wünsche ich mir für uns, für dieses Jahr und ich hoffe, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Und falls du noch Hilfe benötigst, gerade bei dem Trainings- und Ernährungsteil, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns zum Excellence Attitude Coaching. Wir helfen dir dabei, genau diese Dinge für dein Leben zu optimieren, dich richtig gut fühlen zu lassen, dich richtig gut aussehen zu lassen und einfach in jedem Bereich maximale Sicherheit zu erlangen, damit du endlich einen richtigen Weg für deine Möglichkeiten, für deine Ziele findest, nicht nur auf der Stelle herumtrittst, sondern endlich all das für dein Leben erreichst, was du dir wünschst. Der Link ist in der Bio. Wir hören uns im nächsten Video. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, wenn es euch heute gefallen hat, wenn ihr Bock habt auf mehr Videos in diesem Stil. Und wir hören und sehen uns nächste Woche im nächsten Video, Leute. Thumbs up, subscriben und Liebe da lassen. Bye, bye. Eure Jule.